Zimmer gehen? Hallo Vincent. Hallo Ben. Komm rein. Ja, du, aber nicht so lange. Ich hab's eilig. Ich hab dir schon mal die ersten Entwürfe mitgebracht fürs neue Layout. Lass dich schon mal mit beschäftigen. Du, Moment, wirst du ja wohl Zeit haben, ja? Vielleicht habe ich ein paar Fragen. Aber bitte keine Endlos-Diskussionen. Bisschen Speed, ne? Ich hab's wirklich eilig. Ja, du, auf den ersten Blick. Das gefällt mir. Na Mensch, bestens. Dann kann ich ja wieder abdüsen, ne? Ich dachte, wir brettern mal kurz raus zum Müggelsee. Wer wir? Schau mal. Bei dem Wetter? Komm mir gleich. Corinna. Nee, Jutta. Mit Corinna, das hatte keine Perspektive, du. Aber mit Jutta, das geht ab, das spüre ich. Sag mal, Ben, wie ist denn bei dir? Ist sie immer noch da, diese... Henriette? Ja. Ja, ja, die ist noch da. Wo? In ihrem Zimmer. Aha. Ist sie immer unter Verschluss? Geht ihr beide nie aus? Nee, da legt sich kein Wert drauf. Ist nicht der Typ dafür. Mann, das ist ja echt strange, was? Also dann, frohes Schaffen. Mach's gut. Henriette, was machen Sie denn da? Das ist ungerecht. Das ist sehr, sehr ungerecht. Vinzenz bietet seiner Freundin was. Die fahren weg, die unternehmen was. Nur wir nicht. Ich muss immer zu Hause bleiben. Ja, ja, na Henriette, Jutta ist ein Mensch, Sie sind ein Geist. Oh, Sie wollen nicht. Gut, geh ich mal alleine. Henriette, dann warten Sie doch. Ja? Also gut, schön, Sie sollen Ihren Willen haben. Moment. Wenn du zurück bist, leisten wir einen Wagen. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Oh, endlich! Na, was unternehmen wir jetzt? Henriette, die Welt hat sich verändert. Die hat sich sehr verändert. Sie werden heilfroh sein, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber Moment mal, so kann ich Sie nicht mitnehmen. Im Schrank, da hängt ein Mantel von Carla. Danke. Na, die wird schon sehen, was sie davon hat. Was ist denn das? Ja. Das ist eine Autowaschanlage. Eine was? Eine Autowaschanlage. Sie wollten doch mal etwas Besonderes geboten bekommen. Na bitte. Das ist ja schrecklich. Warum denn das hier? Warum denn nicht? Ist doch ganz harmlos. Nur warten Sie erst mal ab, bis wir erst beim Sommerschlussverkauf waren. Oh, nein, Hilfe. Schluss damit. Ich will raus hier. Was soll denn das? Hier, Henriette! Mann, sagen Sie mal, haben Sie einen Sorgenschuss, hier einfach auszusteigen? Ja, meine Bekannte, die hat plötzlich Angst bekommen. Ach so, hat sie. Und wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie weg. So, und wie haben Sie die Anlage hier außer Kraft gesetzt? Mann, das wird teuer, sage ich Ihnen. Da werden Sie ganz schön abdrücken müssen, wenn die Automatik im Arsch ist. Haben Sie gehört? Helfen Sie mir doch. Verdammt, da ist Sind Sie schon hier? Ja, 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 ja. Jetzt haben Sie ein schlechtes Gewissen, nicht? Wo sind Sie? Hier bin ich. Wie sehen Sie denn aus? Ah, auch noch lustig machen. Ich habe nur das getan, worum Sie mich gebeten haben. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Gesundheit. Danke, danke. Also diesen Tag, ja, den können Sie sich aber dick im Kalender ankreuzen. Warum? Nur weil ich zum ersten Mal eine Autowaschanlage gesehen habe? Nein, weil Sie zum letzten Mal diese Wohnung verlassen haben. Mon Dieu. Ja, mon Dieu, mon Dieu. Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Mon Dieu. Ja, heißt das, dass ich hier nie wieder raus darf? Solange Sie bei mir hier wohnen, nein. Das wird aber sehr, sehr lange dauern. Oh, vorübergehend ist nicht lange. Das kommt darauf an. Die Dinosaurier zum Beispiel, die haben auch vorübergehend auf dieser Erde gelebt. Vorübergehend 120 Millionen Jahre. Oh, so ein Biest. 120 Millionen Jahre. Keine 12 Stunden warte ich länger. Hallo? Oh, Carla, du wirst es nicht glauben. Gerade habe ich an dich gedacht. Du hast Kummer und das tut mir leid. Aber natürlich können wir uns hin. Du, wir sind doch immerhin noch verheiratet.
Frau von Weber hier, Frau von Weber da. Tun Sie dies, tun Sie das. Oh. Am liebsten wäre ihm, wenn ich nicht nur die Rezeption mache, sondern den Lift bediene, die Heizung warte und nachts kranken Gästen Hustensaft einflöße. Stress hoch drei, was? Und wie? Der Chef spart am Personal und ich rackere mich ab. Von morgens bis abends, du Privatleben habe ich überhaupt gar keins mehr. Ja, weißt du, was der Fehler ist? Der Fehler ist, dass du da wohnst in diesem Hotel. Ich meine, dadurch bist du ja Tag und Nacht erreichbar. Na, wo soll ich denn sonst wohnen? Soll ich mir vielleicht eine eigene Wohnung nehmen? Du, im Augenblick verdiene ich noch nicht so viel. Oder willst du das übernehmen? Ach, wirklich, Carla. Eine zweite Wohnung, wüsste ja gar nicht, wovon soll ich die denn bezahlen? Na ja, siehst du, also was soll ich tun? Na, lass uns doch mal darüber ganz sachlich und ganz ruhig sprechen. Wie wär's denn, wenn du wieder nach Hause zurückkämst? Also daher weht der Wind. Wieso? Na, ich soll meinen Job aufgeben und mich stattdessen wieder von morgens bis abends um dich kümmern. Was gewinne ich da? Na, wer sagt denn sowas? Ich habe doch auch dazugelernt. Nein, nein, jeder hat seinen Beruf und es herrscht absolute Gleichberechtigung. Ich habe ganz neue Ideen, Ben. Gehörst du jetzt zu den sogenannten neuen Männern oder wie? Probier's aus. Und was ist mit der anderen? Welche andere? Ach, die, die jetzt bei dir wohnt. Ach, die? Das ist doch vorbei. Das ist doch längst vorbei. Ehrlich. Aber warum so plötzlich? Warum hat sie keine eigene Wohnung, wo sie doch getrennt wurden? Ja, ich habe sie ja immer wieder angeboten. Carla, habe ich gesagt, warum nimmst du mir keine eigene Wohnung? Ich zahl's ja, habe ich gesagt. Aber sie will ja partout wieder hierher. Na ja, was soll ich machen? Oh mon Dieu, ist eine Katastrophe, eine Grand Katastrophe. Ja, das ist eine Katastrophe. Oh, wie soll ich denn nur hin? Ohne Kleidung, ohne Geld. Benedikt, das überlebe ich nicht. Oh, Henriette, nun machen Sie doch mal hier nicht die Pferdescheu. Ich gebe Ihnen ja auch was für die Übergangszeit, bis Sie was anderes gefunden haben. Ja, und so ein altes Kleid von Carla werden wir ja auch noch finden, nicht? Das ist wirklich sehr großzügig. Ja, was soll ich machen? Mir sind die Hände gebunden. Schließlich sind Carla und ich immer noch verheiratet. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie tun nur so. Sie wollen mich nur loswerden. Oh, Henriette, nein! Und wie kommen Sie denn darauf? Was kochen Sie eigentlich Schönes? Mmh. Frühlingssuppe, da. Und die esse ich doch für mein Leben gerne. Hm? Fehlt da nicht ein bisschen Salz? Salz? Mhm. Das können Sie haben. Bon Appetit. Merci. Hallo, Carla. Ach. Ben. Grüß dich, mein Schatz. Schließen! Hallo! Hallo, der Park wird geschlossen. Ja, hören Sie denn nicht? Sie müssen nach Hause. Ich habe ja kein Zuhause. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll. Ach, sind Sie fremd hier in der Stadt? Fremd? Ja. Ja, und allein. So eine hübsche junge Frau wie Sie. Das gibt sich wieder. Sie sind sehr freundlich, Monsieur. Aber Sie irren sich. Ich bin nicht mehr so jung, wie ich vielleicht aussehe. Na, und ich fühle mich nicht so alt, wie ich vielleicht aussehe. Da passen wir doch großartig zusammen, was? Ja, aber Sie können ja keine Wurzeln schlagen. Nee, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich hin soll. Wissen Sie was? Ich lade Sie zum Glas Wein ein. In meine Pension, Iris, da wohne ich. Und da können Sie fürs Erste auch bleiben. Ja.
Der Iris wird schon was einfallen. Kommen Sie mal. Zum Wohl. Was hast du dazu? Also verheiratete Männer, das Kapitel kenne ich. Mit einem Bein sind sie zu Hause bei Mutter und mit einem anderen Bein wollen sie fremdgehen. Das kann nicht werden. Dabei waren die beiden so gut wie getrennt. Und auf einmal taucht sie wieder auf. Und ich muss gehen. Das ist doch auch nicht die feine englische Art. Genau, Walter. Jetzt musst du Flagge zeigen, Kindchen. Also, wenn es eine eheähnliche Beziehung war, dann würde ich auf Schadensersatz gehen. Sagen wir 50.000. Wenn er das nicht auf einen Schluck, auf einen Schlag hin bezahlen kann, dann würde ich ihm freiwillig Ratenzahlung zubilligen. Sagen wir 1.550. Wenn nicht, radikale Einziehung. Walter war früher auf dem Finanzamt tätig, Vollstreckungsstelle. So ist es. Er hat seiner Frau sogar eine eigene Wohnung angeboten, nur damit ich bleiben kann. Aber sie denkt nur an sich. Herzlos, sehr herzlos. Also dieser Herr von Weber, eigentlich will er dich, aber vor seiner Frau hat er Manschetten, das ist der Fakt. Er kann sich nicht entscheiden. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen, was, Walter? Ja. Prost. Dass ich wieder zu Hause wohnen möchte, hat mein Chef jetzt geschluckt. Zähne knirschen zwar, aber immerhin. Ja, siehst du? Musst eben nur auf mich hören. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Si. Zwei Glas Champagner und der nächste Tisch wird dann unser, ja? Naturalmente. Zwei Gläser Champagner. Oh la la, so großzügig heute, hm? Ja, das muss schon sein. Schließlich feiern wir beide ja unsere ganz persönliche Wiedervereinigung. Müssen wir schon drauf trinken. Ja. Du, und das mit der Henriette ist wirklich vorbei, war ja eine kurze Liebe. Ja, Carla, das war überhaupt keine Liebe. Das war eine kurze Bekanntschaft und das Ganze war rein platonisch. Oh. Ehrenwort. Manchmal frage ich mich ja, ob du während unserer Ehe öfters mal so platonische Bekanntschaften hattest. Oh, Karlachen, komm, jetzt lass uns doch nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Lass uns doch lieber auf die Zukunft trinken. Prego, zwei Gläser Champagner. Danke. Danke. Ja, dann. Zum Wohl. Mein Lieber, hier steckst du also. Na, hast du Töne? Ich denke, du bist geschäftlich in Düsseldorf. Gib erst mal Küsschen. Was soll denn das? Wer sind Sie? Was, wer sind Sie? Du machst mir Spaß. Vorgestern Abend war ich noch dein Ein und Alles. Und du weißt nicht mehr, wer ich bin? Das muss ja ein Missverständnis sein. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Das ist ja verrückt. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Ja, vielleicht ist sie eine deiner platonischen Bekanntschaften. Ach so, verstehe. Du bist nicht allein. Das ist sie, ja. Oh, tut mir leid. Ja, also wenn ich mir das recht überlege, vielleicht bist du doch die andere und nicht der von vorgestern Abend. Man kann sich ja mal irren, oder? Na, also du hast es gehört. Das ist ein Irrtum. Geben Sie sich keine Mühe. Ich habe schon verstanden. Vielleicht soll sowas in Zukunft auch öfters vorkommen. Carla, ich schwör's dir, du hast doch selbst gehört, was sie gesagt hat. Ein Irrtum. Signore, der Tisch ist jetzt frei. Danke, ich habe keinen Appetit mehr. Bitte, Carla. Tut mir wirklich leid, ist mir echt peinlich, ehrlich. Was wählen die da draußen von Ihnen? Lass mich doch mal in Ruhe. Wen meinen Sie denn? Na, die da, die ihn andauernd zuwinken. Die andere platonische Bekanntschaft. Wunderbar, es wird ja immer besser. Carla, ich möchte zeigen. Oh. Carla, jetzt warte doch mal. Wo waren Sie denn vorgestern Abend, wenn Sie nicht der sind, mit dem ich vorgestern Abend zusammen war? Na, wo war ich? Zu Hause war ich. Ah, Moment mal, da bringen Sie mich auf eine gute Idee. Henriette kann bezeugen, wo ich war. Komm mal mit. Komm, das ist doch alles. Nein, bitte. Ah, welch ein Zufall. Die Stadt ist so groß, nicht wahr? Und trotzdem trifft man sich immer wieder. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Henriette, jetzt müssen Sie mir mal helfen. Wo war ich vor 2 Tagen am Abend? Wir waren zu Hause, den ganzen Abend. Oh, ich kann mich noch genau daran erinnern, es war très joli. Na, also. Ja, also. Très joli. Du hast gesagt, es wäre zu Ende. Ja, ist es doch auch seit 2 Tagen. Und ich weiß gar nicht, was du willst. Sag mal, übrigens, hast du hier ein Kostüm von mir zum Anziehen gebracht? Aber, Carla, ich? Ihr Mann sagt, ich könnte es ruhig anziehen. Sie würden es sowieso nicht merken. Also das ist jetzt der Gipfel. Das ist wirklich der Gipfel. Carla, nein. Ja, Sie waren aber wirklich eine große Hilfe. Was habe ich denn falsch gemacht? Sie haben sich benommen wie der Elefant im Porzellanladen. Ach Mensch, Sie trampeln Sie. Carla, warte doch. Oh. Oh, Mann, nun passen Sie doch auf. Was ist? Das reicht aber. Blöd, Mann. Carla.
Verdient hat er es. Aber lass mal, Kindchen. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Jetzt ist Walter dran. Kopf. Schulz vom Finanzamt. Frau von Weber? Ja? Es geht um die Steuererklärung vom letzten Jahr von Ihnen und Ihrem Mann. Ja, warum kommen Sie damit zu mir? Das hat alles mein Mann gemacht. Ja, ich kann ihn nicht erreichen und Ihre Nachbarin sagte mir, Sie könnten mir da vielleicht weiterhelfen. So, ja, ist gerade auf dem Weg nach Hause, aber was gibt's denn so Dringendes? Ja, es geht um die Bewirtung, die Ihr Mann von der Steuer absetzen will. Und da die Bewirtungen sehr zahlreich sind und die Beträge sehr hoch. Ach ja. Ja, und da hätte ich gerne von Ihrem Mann die Adressen der Damen, die er da bewirtet hat, damit Sie mir bescheinigen können, dass es sich um Arbeitsessen handelt. Der Damen? Ja, was für Damen? Na, Babsi Schneider, Ute Boll, Viola Kerschke, Trixi Müller, Beate Dupont, Hanne Wintereisen, Olga Spezi, Glinde Schröder, Dudenhoff. Ach, danke, das genügt. Sie kennen die Damen? Nein. Ach so. Na, das wird sich dann finden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alle Achtung, ein interessanter Gatte, den Sie da haben. Ach, falls Sie die Adressen der Damen herausbekommen, ich bin interessiert. Völliger Blödsinn, Carla. Das ist ja nun wirklich absurd. Ich werde morgen beim Finanzamt anrufen, dann wird sich alles aufklären. Das ist eine Verwechslung, das kann doch bloß eine Verwechslung sein. Natürlich, wie könnte es anders sein? Eine Verwechslung. Du machst mir vielleicht Spaß, du. Sag mal, glaubst du im Ernst, dass ich unter diesen Umständen wieder hier bei dir einziehe? Ja, ich nur red dich bitte nicht auf, darf ich mal? Ich hab dir doch gesagt, es wird sich alles aufklären. Oh, Carla, komm, jetzt guck doch mal lieber, was ich für ein schönes Versöhnungsessen vorbereitet habe. Lecker, was? Arbeitsessen, wirklich zu komisch. Ich kann mir schon vorstellen, was für eine Art Arbeitsessen das war. Mit Babsi Schneider und Konsorten. Wir kennen doch keine Babsi Schneider und keine Viola Kerscher und keine Trixi Müller und... Henriette. Was kosten denn noch alles, ne? Zwiebelsuppe, original französisch. Willst du mal probieren? Ich will endlich essen. Ja, na, die Vorspeisen sind fertig, komm. Gehst du vor? Mhm. Danke. Ja, setz dich doch bitte. Danke. Na, habe ich mir nicht große Mühe gegeben? Sehr schön. Ist doch wie in alten Zeiten, ne? So ein kleines, romantisches Abendessen. Nur du und ich. Hey! Oh Gott. Ja, dann hole ich jetzt mal die Suppe. Ja, das ist eine gute Idee. Henriette, waren Sie das eben? Sind Sie hier? Ich warne Sie. Sie werden mich kennenlernen. Ben, mit wem redest du denn? Mit mir, nur mit mir. Voilà, die Zwiebelsuppe.
Frankreich, Frankreich. Bon Appetit. Ben! Das tut mir leid, die Flecken gehen bestimmt wieder raus. Du hast vergessen, die Zwiebeln zu schälen. Ich gebe dir einen anderen Teller, dann kriegst du einen neuen Tellersuppe. Warte mal, ich mach den neuen Tellersuppe. Wo kommt denn diese Zwiebel da rein? Lass das bloß mit der Suppe sein. Hol vielleicht lieber die Ente, ne? Ja, hol, lass das mit der Suppe sein. Ich hol jetzt die Ente. Wo kommt denn die Zwiebel? Hey, Biat! Du Biest! Du bist ein gemeines Biest! Jetzt ist aber Schluss! Verstanden? Jetzt ist Schluss! So. Ente à la Aurore. Oh, ein bisschen klein geraten für zwei Personen. Wie auf den Nachtisch verzichte ich lieber. Ich gehe jetzt. Nein, Carla, geh doch nicht. Mir ist alles daneben gegangen, weil wir trinken noch ein Gläschen Wein. Wir bringen nur ein Gläschen, ja? Gut. Klingt mir gut? Sehr schön. Ben! Bist du noch zu retten? Das ist aber wirklich der Gipfel. Jetzt reicht's aber! Ja, jetzt reicht's. Ich geh jetzt wirklich. Nein, Carla! Carla, es tut mir wirklich sehr leid. Ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht, bitte bleib. Bonsoir, ich habe Ihnen einen Blumenstrauß gebracht, très joli, nicht wahr? Gefällt er Ihnen auch? Oh, er ist vor allem so platonisch, ne? Ja, das ist ja der Carla. Was sind denn diese Blumen? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken für die schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Ich stelle sie ins Wasser, ja? Du, Carla, Henriette. Carla, ich warte mal. Henriette. Ist das wahr? Ein Missgeschick jagte das andere, na, das ist ja furchtbar. Ja, ja, und ich dachte die ganze Zeit, Sie wären hier in der Wohnung und hätten mir das alles eingebrockt. Was, ich? Ja. Also, Benedikt, Sie sollten sich schämen, mich so zu verdächtigen. Aber sieht ja wirklich furchtbar aus. Ja. Danke. Apropos Verdächtigen. Also, dass Ihre Frau diese absurde Geschichte mit den vielen Mädchen glaubt, Babsi, Schneider und so weiter, das finde ich nicht richtig. Ich meine, ich würde Sie nie so verdächtigen. Ja, Sie. Sie sind ja auch ganz anders. Ja, dann gehe ich jetzt. Also, Benedikt. Adieu. Henriette, Moment mal, wo wohnen Sie denn jetzt? Ich meine, haben Sie schon eine neue Bleibe? Nein, noch nicht. Zurzeit wohne ich unter einer Eisenbahnbrücke. Letzte Nacht war es ziemlich regnerisch und kalt. Aber heute suche ich mir etwas Neues. Ja, aber was? Nun, ein Stadtstreicher hat mir verraten, dass es im Grunewald Baumhütten gibt. Baumhütten? Ja, von Kindern gebaut. Wer weiß, vielleicht habe auch ich später einmal eine eigene Baumhütte. Ja, Henriette, ist schon gut. Ich hab schon verstanden. Wie meinen? Sie können hier bleiben. Oh, Benedikt, wirklich? Ist das Ihr Ernst? Ja. Oh, ich bleibe natürlich gerne, wenn Sie so darauf bestehen. Wollen wir essen? Ja, was denn? Die Ente ist ja verkohlt. So? Henriette. Benedikt.